Können anabole Steroide selbst nach dem Absetzen, vielleicht sogar viele Jahre nach dem Absetzen, immer noch Vorteile für Muskel- und Kraftaufbau bringen? Wir finden es heraus. Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In letzter Zeit erreichen mich öfters Nachfragen, was denn jetzt an diesen neuen Meldungen dran sein soll, wonach anabole Steroide, also im Wesentlichen Testosteronderivate, auch dann noch Vorteile für den Muskelaufbau oder Erhalt bzw. Kraftzuwachs bieten sollen, wenn man diese wieder abgesetzt hat. Also, dass Steroide die Möglichkeit, Muskeln aufzubauen, deutlich über das naturale Limit steigern können, ist, denke ich, einigermaßen bekannt. Darüber müssen wir uns nicht weiter unterhalten. Aber was ist wirklich jetzt damit, wenn man die denn abgesetzt hat? In der Regel heißt es ja, und das ist ja auch so, wenn man diese Steroide wieder absetzt, hat man erstens einen negativen Feedback-Loop. Das heißt, man wird unter Umständen Testosteron selbst zumindest vorübergehend nicht mehr oder nur sehr wenig produzieren. Die Muskulatur, die man aufgebaut hat, wird mehr oder weniger stark auch wieder zurückgehen. Aber wie ist es, wenn sich das Hormonsystem vielleicht wieder erholt hat, man dann eine ganze Weile nach Absetzen der Steroide noch weiter trainiert hat, hat man dann mittelfristig oder vielleicht sogar langfristig Vorteile gegenüber Leuten, die lebenslang natural sind? Wir schauen mal in ein ganz brandneues, Editorial ist es im Prinzip, rein. Das sehen wir hier. Das ist erst vor wenigen Wochen erschienen und heißt schon in der Überschrift Persistent Physiological Benefits from Doping, Ethical Implications for Sports Integrity. Also hier geht es hauptsächlich darum, was denn solche möglicherweise dauerhaften Leistungssteigerungen oder dauerhaften Möglichkeiten wieder Muskeln aufzubauen, erhöhte Möglichkeiten wieder Muskeln aufzubauen, für Implikationen hätten in Bezug auf den getesteten Leistungssportler. Es ist ja so, dass man normalerweise nach einigen Jahren, wenn man ein Dopingsünder gewesen ist, wieder an Wettkämpfen teilnehmen kann. Aber wenn lebenslange Vorteile bestehen könnten, wäre das unter Umständen durchaus ungerecht. Und in diesem quasi Kurzreview kommen die Autoren dann entsprechend auch zu dem Schluss. Ich zitiere, particularly in support of the so-called muscle memory theory, growing evidence in both animals and humans suggests that AAS, also anabole Steroide, administration could exert long-term effects on the muscle level, notably a higher number of myonuclei. Also worum es hier hauptsächlich geht, ist der sogenannte Muscle Memory Effekt. Kurz gesagt bedeutet dieser Muscle Memory Effekt, dass man, wenn man eine längere Zeit bereits trainiert hat und dann aufhört, zwar einen Teil der Muskulatur wieder verlieren wird, aber man, wenn man dann wieder anfängt mit dem Training, schneller wieder sein altes Level, was man vorher hat, erreicht hätte. Und wenn dieser Muscle Memory Effekt stärker stattfindet bei Leuten, die anabole Steroide genommen haben, würde das natürlich heißen, dass sie einen dauerhaften Vorteil in Bezug auf Trainingsadaptation gegenüber Naturalathleten hätten. Bevor wir mit dem Thema weitermachen, möchte ich euch an dieser Stelle noch einmal auf Gymkey hinweisen. Die neue All-in-One Fitness App, bei der ich als einer der Creator dabei bin. Das heißt, wenn man sich über meine verlinkte Landingpage anmeldet, kann man, wenn man sich dann für mich als Creator anmeldet, speziell nach meinen Trainingsplänen trainieren, die ich alle zu 100% selbst für die verschiedensten Parameter erstellt habe. Je nachdem, wie oft man pro Woche trainieren will, ob man Anfänger, Fortgeschrittener, weit Fortgeschrittener ist, etc. Wenn ihr das genauer wissen wollt, wie das funktioniert und wie ich die Trainingspläne für euch erstellt habe, dann schaut euch gerne das verlinkte Video dazu an, was ich vor kurzem gemacht habe. Und mit dem Code MALTE könnt ihr auch maximal sparen bei Gymkey. Bevor wir hier mal in die Datenlage schauen, wie es mit dem Muscle Memory Effekt speziell bei Steroidnutzern geht, werde ich noch einmal kurz darauf eingehen, aber etwas kürzer als in meinem Hauptvideo über dieses Thema, was jetzt eigentlich passiert. Dafür schauen wir mal kurz in eins meiner eigenen Paper von 2021, das mit dem Muscle Memory Effekt direkt nichts zu tun hat, aber ich habe hier einige Bilder gemacht, fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen, anhand dessen man das ganz gut erkennen oder erklären kann. Wir sehen hier ein paar farbig eingefärbte Fluoreszenzaufnahmen von mehr oder weniger Längsschnitten, also das sind Schichtaufnahmen durch Skelettmuskulatur.
In grün ist hier das Skelettmuskelmyosin, also ein Teil der kontraktilen Elemente dargestellt, woran man erkennt, von wo bis wo ungefähr diese Muskelzelle reicht. Und sofern man das jetzt hoffentlich im Video einigermaßen erkennen kann, sieht man dann zum einen am Rand der Muskelfasern, aber auch zwischen den Muskelfasern solche blauen, runden Gebilde, hier in groß auch nochmal zu sehen, bei denen es sich um angefärbte Zellkerne handelt. Das heißt, die Muskelzelle selbst, die Muskelfaser selbst, ist zunächst mal ein vielkerniges Gebilde, ein Syncytium aus vielen verschiedenen Zellen, diese Zellkerne. Sie entstehen ja auch ursprünglich durch Verschmelzung von Muskelstammzellen. Und die Zellkerne, wie man hier in diesen Schichtaufnahmen sieht, bei diesen Muskelfasern befinden sich jeweils an den Zellrändern direkt unterhalb der Zellmembran. Und von dort aus werden dann diese Zellkerne, diese sehr vielen Zellkerne, die so eine vielkernige Muskelzelle hat, die versorgen dann sozusagen die Muskelzelle mit genetischer Information beziehungsweise mit den Genprodukten aus den Zellkernen. Und umso mehr solcher Zellkerne eine Muskelzelle pro Muskelfaser hat, desto größer ist auch die Möglichkeit, beispielsweise anabole Signale weiterzuleiten und zu wachsen. So ist es so, dass wenn Leute lange Zeit schon trainieren, sie mehr Muskelstammzellen zwischen diesen Muskelfasern bilden. Solche Zellen sieht man hier zwischen, von mir teilweise hier angemarkert mit Rot. Da sieht man, dass hier einige Zellkerne so mit Rot mit angemarkert sind. Das sind verschiedene Zellen, können das sein, die in diesem Bereich zwischen den Muskelfasern sich befinden. Aber es sind zumindest teilweise auch solche Muskelstammzellen, die sogenannten Satellitenzellen. Und diese Satellitenzellen teilen sich, also sie können sich teilen, wenn die Muskelzelle mehr Zellkerne braucht. Und wenn die sich geteilt haben, würden danach, das kann man hier ein bisschen sehen, am Rand einer solchen Muskelzelle, würden danach solche Myoblasten bzw. solche Satellitenzellen mit der Muskelzelle verschmelzen und der Zelle mehr Zellkerne geben, sodass die das Potenzial hat, stärker zu wachsen. Und das ist einer der Punkte, auf der die sogenannte Muscle Memory beruht. Vor allem in Tierstudien wurde gezeigt, dass das sehr lange anhalten kann, selbst wenn der Muskel nicht mehr trainiert wird, die Muskelfaser wird zwar schrumpfen, aber die Zellkerne werden nicht abgebaut, zumindest über eine längere Zeit nicht abgebaut. So, was bedeutet das jetzt für Leute, die anabole Steroide nehmen bzw. genommen haben? Da gibt es diese Studie von 2023 zusätzlich zu einigen Tierstudien, die hier Ergebnisse geliefert haben, ist vor allem diese Studie letztes Jahr relativ groß in den Medien auch zu sehen gewesen, weil hier bei Menschen, also bei früheren Steroidnutzern, gezeigt wurde, dass tatsächlich bei denen genau das stattfindet. Das heißt, diese Probanden, die im Durchschnitt seit 4 Jahren ungefähr schon keine Steroide mehr genommen haben, vorher aber über einen mehr oder weniger langen Zeitraum Steroide genommen haben, die hatten hinterher, vor allem in den Typ-2-Muskelfasern, also den schnell zuckenden Muskelfasern, die so für Masseaufbau besonders wichtig auch sind und für Kraftaufbau, die hatten in denen eine höhere Myonuclear Density, steht hier, also eine höhere Zellkerndichte, sprich ein besseres Verhältnis von DNA zu Zellplasma in den Muskelzellen. Die Zellen waren also, beziehungsweise die Muskelfasern waren also schlicht besser mit DNA versorgt, etwas semiwissenschaftlich ausgedrückt, und haben dadurch dann das Potenzial, was durch andere Studien dann gezeigt wird, das Potenzial, schneller wieder Muskeln aufzubauen. Hier wurden, das muss man einschränkend dazu sagen, nur wenig Probanden getestet, nämlich insgesamt nur 25, und davon waren ein Teil halt immer noch Anabolika-Nutzer, ein Teil hat früher Anabolika genutzt und jetzt seit im Durchschnitt 4 Jahren halt nicht mehr, und ein Teil sind Kraftsportler, die lebenslang natural trainiert haben. Und hier hat man halt wirklich gesehen, dass nicht nur bei denen, die aktuell immer noch Steroide nehmen, sondern auch bei denen, die keine Steroide mehr nehmen, vor allem wenn sie längere Zeit Steroide genommen haben, auch nach Jahren immer noch dieses Verhältnis von DNA zu Zytoplasma positiver war im Durchschnitt als bei Naturalsportlern. Und
Außerdem haben sie hier auch Kraft- und Massetests gemacht und das da waren sind dann einige Probanden bei den Messungen herausgefallen aus Gründen, die ich jetzt nicht genau weiß. Aber insofern sind das dann noch weniger Probanden. Aber auch da hat man gesehen, dass die ehemaligen Steroid-User hier in dieser Gruppe besser abgeschnitten haben. Wie gesagt, es ist eine Studie mit sehr wenig Probanden, sozusagen eine Pilotstudie, die passt aber 1a zu den Tierstudien mit Nagetieren, die es dazu gibt. Und das spricht dann am Ende schon dafür, dass man, wenn man eine gewisse Zeit anabole Steroide genommen hat, man vielleicht nicht lebenslang, aber zumindest, hier wurden waren es ja wie gesagt 4 Jahre ungefähr, mindestens 4 Jahre, vermutlich deutlich länger als 4 Jahre, einen Vorteil haben könnte, was das Retraining betrifft, beziehungsweise was das Potenzial der Muskelfasern betrifft, Masse und Kraft aufzubauen. Was in sehr vielen Sportarten natürlich dann dementsprechend von Bedeutung wäre, wenn man sagt, nach so und so vielen Jahren dürfen die, wenn sie mal Steroide genommen haben, wieder antreten, beziehungsweise auch wenn es darum geht, dass jemand, der das erste Mal bei einem Wettkampf mitmacht, wenn der in früheren Jahren mal Steroide genommen hat, was man jetzt nicht mehr testen kann, könnte der immer noch einen ungerechten Vorteil haben. Das macht also vieles in Sachen Doping-Politik schwieriger. Für Freizeitsportler sollte dieser Effekt, das muss ich jetzt allerdings auch noch einmal ganz deutlich sagen, nicht bedeuten, dass es ja vielleicht doch gut sein könnte, anabole Steroide zu nehmen. Denn, und zwar aus 2 Gründen. Der eine Grund, den habe ich im Prinzip schon so ein bisschen angedeutet, selbst wenn man von diesem Effekt profitiert, kann es immer noch sein, dass sich die hormonelle Achse nie wieder erholt. Die gängigen anabolen Steroide sind Testosteron- oder DHT-Derivate, die so genommen werden und die sorgen im Prinzip alle mehr oder weniger stark für einen negativen Feedback-Loop. Das heißt, die Leidigzellen der Hoden werden während der Steroideinnahme kaum oder gar kein Testosteron mehr produzieren. Dadurch werden die dann auch abgebaut. Es kann zu Organschrumpfung führen. Und wenn man dann absetzt, selbst wenn man das unter ärztlicher Aufsicht macht und entsprechend HCG an bestimmte Stoffe bekommt, die das Absetzen oder die den Erfolg des Absetzens wahrscheinlicher machen, gibt es immer noch Leute, bei denen sich dann hinterher auch mittel- und langfristig die Testosteronachse nicht mehr erholt. Und dann hätte man natürlich ja auch keinen dauerhaften Vorteil, außer man begibt sich auf eine Testosteronersatztherapie, was bei Wettkampfsportarten natürlich auch wieder so eine Sache ist, inwiefern das von den Regularien zugelassen wird oder nicht. Aber auch als Freizeitsportler will man sicherlich, wenn es nicht sein muss, nicht so eine Hormonersatztherapie bekommen müssen. Der zweite Punkt, warum es auch für Freizeitsportler ich auf jeden Fall davon abraten würde, Steroide zu nehmen, sind die vielen anderen gesundheitlichen Nebenwirkungen, die Steroidmissbrauch mit sich ziehen kann. Hier haben wir so ein Review, das hatte ich an anderer Stelle schon einmal gezeigt, von 2021, in dem in einer Grafik, die sehen wir hier, das Ganze mal schön zusammengefasst wurde. Hier sind auch die positiven Effekte, also mehr Muskelmasse und androgene Effekte und so weiter. Während man die Steroide nimmt, sind hier dargestellt. Was hier nicht dargestellt wird, ist halt, wie gesagt, dieser voraussichtlich vorhandene verstärkte Muscle-Memory-Effekt. Der ist erst danach mehr ins Gespräch gekommen. Aber man sieht auch hier die negativen möglichen Effekte, die natürlich nicht bei jedem auftreten müssen, aber können, sind wirklich sehr vielfältig. Praktisch jedes Organsystem, bei praktisch jedem Organsystem sind irgendwelche Nebenwirkungen beschrieben, von der Leber über die Nieren, übers kardiovaskuläre System und tatsächlich, ja, und natürlich sowieso übers reproduktive System, ne? Bei Frauen müssen wir gar nicht darüber reden, wenn es zu einer Vermännlichung kommt, dass das sehr große Probleme mit sich bringen kann, aber auch bei Männern dadurch, dass die eigene Hormonproduktion herunterreguliert wird, dass während der Steroidgabe es zu vermehrtem Umbau auch von Testosteron und Östrogen kommen kann und dann sowas wie Gynäkomastie, also Brustwachstum beim Mann, gefördert werden kann. Das ist die eine Sache und dann halt aber sogar, und das kommt gerade in letzter Zeit wieder mehr raus durch einige Studien, in Bezug auf das Gehirn gibt es Nebenwirkungen
von Steroiden, die nicht auftreten müssen, aber können. Hier sind jetzt vor allem so akute Nebenwirkungen dargestellt, wie Depressionen und Stimmungsschwankungen, Psychosen und so weiter. Aber es gibt inzwischen auch zunehmende Evidenz durch diverse Studien, dass auch kognitive Fähigkeiten langfristig durch Steroidmissbrauch vermindert werden können. Das ist natürlich immer dosisabhängig. Es hängt davon ab, wie gut man wie stark man persönlich auf so etwas reagiert. Aber man weiß es immer nicht. Und dann ist es ja auch noch so, dass Steroide hierzulande und in den meisten anderen Ländern verboten sind, wenn es sich nicht um eine Testosteronersatztherapie vom Arzt verordnet handelt. Das heißt, wenn man sich so etwas auf dem Schwarzmarkt besorgt, weiß man nicht mal, was drin ist. Und dann ist nun möglicherweise noch ganz andere Sachen drin oder die Dosis stimmt nicht. Also es gibt mehr als genug Gründe, um die Finger davon zu lassen. Ich befürchte, ich habe jetzt wieder mehr über die negativen Seiten geredet, als über das eigentliche Thema, über das ich reden wollte. Wie gesagt, es ist so, dass anabole Steroide aller Voraussicht nach, selbst wenn man sie abgesetzt hat, immer noch Vorteile bringen, wenn man es schafft, hinterher sein Hormonsystem zu normalisieren. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass Leute, die mal Steroide genommen haben, hinterher nie wieder behaupten können, sie seien netti. Wenn jemand sagt, ey, ich bin jetzt aber seit einem Jahr schon netti, guck mal, wie krass ich aussehe. Wenn derjenige vorher Riesenmuskeln mit Steroiden aufgebaut hat, weiß man nicht, wie viel von dem, was nach einem Jahr absetzen noch oder wieder da ist, immer noch die Nachwirkungen des Steroidgebrauchs sind. Also die, wenn man Muskeln mit Steroiden aufgebaut hat und hinterher nach dem Absetzen immer noch sehr gut aussieht, kann es immer noch an den Steroiden liegen. So Leute, ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch und hat vielleicht auch ein paar Fragen nochmal beantwortet. Wie gesagt, bleibt sauber. Und wenn euch das Thema gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und aktiviert die Glocke, alles selbstverständlich kostenlos, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.